So, ich habe den Cut jetzt auch gleich mal benutzt, um unsere Mana hochzurecken, damit wir jetzt schön schnell hier weitermachen können. Und du hast da was aufgemacht. Also da geht's runter in die heißen Gebiete. Das nenne ich jetzt mal Hot. Auch wenn das O ein bisschen wie ein A aussieht. Aber nee, da geht's nicht runter zum Hut. So, da brauchen wir jetzt wieder unseren Windzauber. Also wahrscheinlich geht's auch anders, aber ich finde das doch recht praktisch. Und irgendwofür müssen wir diese Mini-Quest mit dem Elementargeist gemacht haben. So, darüber, darüber, darüber. Ja, ganz viele Wappen und... Huh? Oh, wir lösen die Druckplatte jetzt auch nicht aus. Das ist nicht so toll. Oh, aber da geht's durch. Schrift des Durchgangs. Diese Schrift des Durchgangs ist zwar alt, aber sie verlangt nicht nach Gold. Okay. Das Feuer des Berges verlangt weder nach Edelsteinen noch Silber, sondern nach Eisen. Wir von den dunklen Zwergen haben seit Beginn der Zeit mit den Menschen Handel getrieben. Und unser Preis war nie der Prunk, sondern stets das Gute. Warum hießen sie dann schwarze Zwerge oder dunkle Zwerge? Na gut. Eisen ist das Symbol ehrlicher Arbeit und durch vier eiserne Marken wissen wir, dass sich ein ehrlicher Mensch nähert. Wir haben keine einzige eiserne Marke mehr, wenn ich mich recht entsinne. Die haben wir alle verbraucht in dem anderen Dungeon, im Tempel. Gut, dann schreiben wir jetzt hier ran. Vier, nicht vier Semikolon irgendwas, vier Marken. Und nehmen, oh, das kann man gar nicht richtig sehen, nehmen den Stein mal mit. Den schmeißen wir jetzt auch auf die Platte da hinten. Ah, der Zauber ist weg, schön, schön. Na komm, so. Ja, der macht die Tür auf. Na nü? Wo ist die unsichtbare Wand hin? Ach, hier. So, den Stein nehmen wir auch noch mit. Das war's, glaube ich, langsam an Stein. Nee, einer ist hier noch. Guck mal, ob vier reichen. Nö. Reichen fünf? Nö. Ah. Fünfeinhalb. Fünfeinhalb Schatzkiste. Da reicht wohl nur ein Block. Oder unsere Magietüte. Ja, die hat gereicht. Und der Gack hat wieder so eine komische Frau. Genau, du. Kommt nicht mehr zum Zaubern. Ja, es hat sich definitiv gelohnt, dass wir das Beweglichkeitsupdate angezogen haben. Die zwei Punkte scheinen da echt viel auszumachen. So, ich würde aber ungern meinen Sack hier lassen. Den vergesse ich doch irgendwie. Komm, den nehmen wir jetzt mit und wir suchen noch. Also erstmal machen wir 9 Luftzauber, denn ich habe keine Lust, gleich wieder eben runter zu purzeln. Und dann gehen wir mal durch den Dungeon und sammeln ein bisschen was ein. Wir hatten uns vorher ja schon mal einen Raum gemerkt, wo recht viele Steine gewesen sind. Da können wir jetzt einfach mal hinlaufen. Genau, der da unten. Also gehen wir jetzt da lang und irgendwann gleich links rein. Da. Geradeaus, da ist schon mal ein Stein. Zwei Stein. Drei Stein. Vier Stein. So, das müsste jetzt erreichen. Dann haben wir da 8 Steine auf der Druckplatte. Wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. So. Oh, dann haben wir noch ein Gebiet, wo wir gar nicht drin waren. Das ist ja komisch. Ach stimmt, ich bin da ja aus Versehen untergepurzelt. Aber hier ist nichts. Hoffentlich geht der Zauber jetzt nicht weg. Ah, und da war ein Dreher drin.
Gut, dass der Zauber wenigstens jetzt weggegangen ist. Jetzt können wir ihn schön frisch neu zaubern. Und dann können wir langsam den Gang da lang gehen und gucken, wo der Dreher ist. Also. Umdrehen, umdrehen. Wir gucken nach Osten, 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 Osten. Osten, Osten, Osten. Ah, da ist noch ein Dreher. Süden, da ist ein Dreher. Zwei Dreher. Und dich nennen wir jetzt mal... Ich glaube, hatten wir doch gar keinen anderen Teleporter. Ich mag Zwergen-Dungeons. Ganz wenig Teleporter. Okay, Ausgang 1. Hier haben wir einen Schlafsack. Da ziehen wir mal dran, auch wenn wir nicht wissen, was es macht. Ein Ausgangsteleporter. Der kann erstmal weg. Sieht ein bisschen aus wie ein Gefängnis. Aber es wird nicht Sinn machen, da drin so eine, also einen Schalter zu haben für einen Ausgangsteleporter. Tagebuch eines Händlers. Ich glaube nicht, dass meine Leute die Hitze in den unteren Regionen ohne Schutz überstehen können. Die Legende über den Feuerberg ist bekannt. Vor langer Zeit trieben die dunklen Zwerge mit den Menschen Handel. Dazu gaben sie den Menschen Sigillen des Feuerschutzes. Kein anderer Schutz, ob magisch oder natürlich, hätte den Händlern den Weg zu den Schätzen in diesen Tiefen ermöglicht. Wir werden weitermachen. Gut, das lassen wir erstmal gleich hier liegen, denn ich habe keine Lust, wieder mein Inventar vollzumüllen mit irgendwelchen Questtexten. Also wir brauchen eine Sigille. Hier machen wir noch kurz mal den Schalter. Schalter. Und wieder so ein Maularm-Dingens aus Stein. Ja, du bist sehr furchteinflößend. Und sehr hart. Oh, da fällt mir ein, wenn wir das nächste Mal auf so einen treffen, können wir mal den Hammer rausholen. Genau, du. Kommst uns sehr gelegen. Also wir treffen nicht ganz so häufig, weil unser Skill nicht so hoch ist. Aber wenn wir treffen, machen wir, glaube ich, einen Ticken mehr Schaden. Aber wirklich lohnt tut sich das nicht. Das können wir erst machen, wenn wir den Skill auf Cap haben, genauso wie beim Schwert. So. Truhen, Truhen, Truhen. Das ist immer gut. Heiltrank, Heiltrank, Stärketrank, Mana-Trank. Die war sehr ergiebig und die hat eine Goldmünze. Wir brauchen aber Eisenmünzen. Drei Goldmünzen und eine Sigille des Feuerschutzes. Schön, schön. Das heißt, wir könnten jetzt diese beiden Unterebenen mal durchforsten. Dazu müssen wir aber erstmal hier raus. Schalter. Dann kommt jetzt hier B, hoffentlich der letzte Teleporter hier. Und hier haben wir B, Ausgang 1. Yeah. Dann müssen wir jetzt nach oben und gleich wieder einen neuen Windzauber sprechen, denke ich mal. Oh, hier flackert auch was. So viel dazu. Haben wir Teleporter Nummer C. Der uns genau dahin bringt, wo wir hinwollen. Das ist doch mal ein schöner Teleporter. C-Ausgang 1. Wie habe ich das Sternchen hinbekommen? Das lassen wir mal stehen. So, also. Stein Nummer 6,5. Stein Nummer 7,5. Stein Nummer 8,5. 9,5. 10,5. Also 10 Steine sind da drauf und so ein kleiner Brocken. Hammer. Aber gut. Luftzauber, nur für den Fall. So, ein kleiner Brocken, der kommt gleich mit. Noch ein kleiner Brocken. Und ein Teleporter Nummer D. Also, Buchstabe D. Ihr wisst schon, was ich meine. Da geht's zurück. So viel zu Zwerge benutzen keinen Teleporter.
brauche ich hier wieder 10 Steine, oder wie? Okay, probieren wir den Teleporter nochmal. Vielleicht kommen wir woanders raus diesmal. Ja, kommen wir. Hier liegen sogar Steine rum. Das ist doch mal Service. Dich nehmen wir auch mit. Dich auch. Und da rollen ganz viele Steine. Das heißt, wir gucken uns erstmal woanders um. So, du kommst auch mit. Achso, der Zauber ist zu Ende, deswegen sind wir angehalten. Ich dachte schon, was kommt denn jetzt? So, du kommst auch mit. Sind wir langsam tierisch überladen. Und gleich neu zaubern. So, komm. Ganz viele Steine. Gut, davon nehmen wir jetzt nur 2 oder... Ach, du wieder. Davon nehmen wir jetzt aber nur 2 oder so mit. Dann können wir gucken, wie viele Steine die Tür unten brauchen. Weil so tierisch überladen sollten wir nicht unbedingt allzu lange rumlaufen. Denn ich habe den Verdacht, dass das die Beweglichkeit einschränkt und dadurch dann halt auch unsere Trefferchance. So, stirb, 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 stirb. So. Das soll jetzt mal reichen und hier hat irgendwo was geflackert. Genau da. Wieder wahllos Schalter drücken, in der Hoffnung, dass sie irgendwas Positives machen. Der Zauber hält echt nicht lange, ha? Vielleicht hätten wir doch ein paar Punkte in Luft setzen sollen und nicht in Erde. So, hier ist noch ein flackernde Wand. Nochmal Luftzauber und unsere Mana ist bald alle. Aber wir haben hier jede Menge Mana-Tränke im Sack. So, nirgendwo ein Flackern und hier haben wir eine Truhe. Rüstung des Feuerschutzes. Verringert Schaden um 40, verringert Feuerschaden um 25. Und sieht mal cool aus. Hat zwar auch keine Armschoner und sieht ein bisschen dekadent aus, aber hat was. Und wiegt 33 Kilo. Ich hätte gern so einen endlosen Beutel wie aus Baldur's Gate. Der dann auch noch Gewicht reduziert. Weil langsam können wir gar nicht mehr vorwärts. So, jede Menge Dreher hier. Die hämmer ich mal mit der Rückwärtstaste weg. Geht nicht. Ich hasse die Dreher. Da fällt mir ein Zauber, der mir wirklich richtig praktisch wäre zu bekommen, wie ein Teleportationszauber. Also zurück zum Eingang des Dungeons oder auf die Weltkarte oder sonst irgendwas. Das wäre richtig praktisch. So, Zauber ist wieder weg. Gucken wir uns mal kurz den Helm an, den wir gerade noch erbeutet haben. Du da. Verringert Schaden um 5%. Ja, unsere macht 10. Wie siehst du aus? Nicht so dolle. Ja, was machen wir mit der Rüstung? Den Feuerschutz brauchen wir ja nicht wirklich. Denn dafür haben wir die Sigile. Und wenn wir mal gegen feuerspuckenden Gegner kämpfen, dann haben wir einfach unsere Feuerschutztränke. Also lasse ich die Rüstung schweren Herzens einfach mal hier auf dem Boden liegen. Ja, es ist schade, dass es keine Händler gibt. Da wäre sowas genau das Richtige. So, jetzt gucken wir hier. Ein lauernder Stein und eine Druckplatte. Was kann das wohl bedeuten? Da speichern wir doch mal ab und machen kurz einen Cut. Und in der Zwischenzeit regeneriere ich auch die Mana hoch. So, 67. Ah, also bis gleich.